Hallo erstmal alles zusammen. Heute zeige ich euch, wie ihr ein kleines Menü aufbauen könnt mit dem RPG Maker MV. Das ganze Ergebnis zeige ich euch jetzt gerade mal. Das wird ganz normales Startmenü mit Fortsetzen, Beenden und halt neues Spiel. Oder in meinem Fall Lektion beginnen, Lektion fortsetzen und Lektion abbrechen. Ja, komm. Sind wir schon. Er lerne den MV zusammen mit dem mit Mr. Seri. Bin ich. Falls es noch niemand weiß. Ja. Wie gesagt, Lektion beginnen, Lektion fortsetzen, Lektion abbrechen. Das Ganze wird über Event-Befehle laufen und ist mit Script-Calls zwar versehen, aber nur bei Fortsetzen und Abbrechen. Weil wir kein eigenes Save-Menü machen, sondern nur das normale Hauptmenü. Um das Save-Menü aufzurufen, braucht man ein Script-Call. Den zeige ich euch aber auch. Ja, was brauchen wir dafür? Zum einen brauchen wir in der Datenbank von Plugins ein Plugin, das nennt sich Yummy Skip Title. Ich werde es in die Videobeschreibung verlinken zum Download. Damit lässt sich halt das normale Hauptmenü überspringen. Ist eigentlich für Testzwecke gedacht, aber kann man auch so nutzen. So, des Weiteren brauchen wir ein Event und Bilddateien. Zeige ich euch mal gerade. So, einmal natürlich den Hintergrund, ne, von der ganzen Map, dann ein Titel und Menüpunkte. Ihr könnt das unterschiedliche Arten anzeigen lassen. Ich mache so, dass ich die drei Punkte habe und die einfach immer von der Transparenz her abändere. Fertige Skript wird dann so aussehen. Das ist die erste Seite. Im Grunde hier drüben wird einfach nur alles eingeleitet und dann nach diesem Befehl hier drüben wird die Verwaltung vom Menü gestartet. Die ist ein bisschen länger, aber das erkläre ich euch jetzt alles Schritt für Schritt. Ich würde sagen, wir machen das am besten so, dass ich das komplett neu baue. Mit vorhandenen Sachen natürlich. Und dann, werden wir sehen. Also. Ich mache das immer schön kommentieren. Muss man nicht. Mache ich immer. So, zunächst ganz wichtig, das Menü deaktivieren. Weil sobald man im Spiel, also beziehungsweise das Plugin Skip Title benutzt, wird man ja im Grunde ins Spiel reingebeamt und dann läuft auch wieder das normale Menü. Und das soll man nicht machen können, deswegen Menüzugang unbedingt deaktivieren und später zum Spielstart wieder aktivieren. So, dann nehmen wir uns hier noch die Bilder und zeigen ganz stumpf den Menühintergrund direkt an. Der Kraft 100, alles direkt. So, hier das auf Outrun sich stellt, sonst startet das da ins Net. So, jetzt eine kleine Wartezeit einbauen, damit das Ganze
hübscher aussieht, sag ich mal, wenn es auftaucht. Und danach kann man schon beginnen. Wir nehmen uns wieder in den Kommentaren. Und fügen hier wieder ein Bild hinzu. Bild Nummer 2. Wählen Titel aus, Position bleibt, Deckkraft auf 0. Suchen uns das wieder aus, gehen auf Bild bewegen, 2, Deckkraft, alles, 60 lassen wir, warten auf Schluss. So, jemand wird jetzt eine Art hübsches Auftauchen des Titels im Grunde simuliert. So, jetzt MPs. MPs sind in dem Fall Menüpunkte. Das hier ist einfach so. Dann nehmen wir uns das hier. Kopieren das Menüpunkt 1. Menüpunkt 2. Und Menüpunkt 3. So. Damit hätten wir die Menüpunkte schon mal unsichtbar. Jetzt müssen die natürlich noch auftauchen. Ich mache das so, dass ich mir dann 25% denke. Das sind bei 250 ca. 64. So. Das heißt, wieder Bild bewegen. Nehmen wir uns da dann die 3, ja. 3 ist der erste Menüpunkt und deswegen tun wir den direkt auf voll. So. Die anderen zwei hingegen, ja, machen wir für 46, weil wie gesagt, das sind die Menüpunkte, die noch nicht aktiv sind. Dann noch eine Wartezeit, das habe ich noch von meiner Zeit mit dem MPG Maker 2K3. Dadurch läuft es wohl flüssiger. Ob es hier noch der Fall ist, weiß ich nicht, aber ich bin noch dran gewöhnt, deswegen mache ich das trotzdem noch weiter. Ja. So, gucken. Menü wird deaktiviert, der Hintergrund wird eingeblendet, eine Wartezeit kurze, damit das nicht so hektisch ist. So, danach wird der Titel angezeigt. Ah, vergessen. Ah, nein. Hier das auch noch auf Warten stellen. Und sollte eigentlich alles sein. So. Es kommt zum Schluss noch ein Schalter, den wir ansteuern, und zwar hier der. So. Dadurch wechseln wir auf eine neue Seite, weil das Auftauchen ist fertig. Jetzt fehlt nur noch die Steuerung. So, jetzt gucke ich mal noch mal drüben, ob ich nichts vergessen habe. Ich meine aber nicht. Ne. Okay, so. Im zweiten Skript, sag ich mal, also Eventbefehl, Aufbaumenü, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, egal, auf jeden Fall, hier wird man die Steuerung vom Menü selbst verwalten, das heißt, ja, hier werden die Tasten abgefragt. Tolles Deutsch. Egal. Auf jeden Fall, wir haben Menü, wo die Menüpunkte unten sind, also von links nach rechts oder von rechts nach links gehen im Grunde. Deswegen, wenn wir bei Tasten einmal links und einmal rechts. So. Jetzt brauchen wir eine Variable für die Menü-Cursor selber. Ist ganz simpel eigentlich. Variable Steuer. Wählen uns unsere Map Menü Cursor Variable aus. Die startet normalerweise bei 0.
sobald das Spiel startet, sind 0. Und da wir ganz links unseren ersten Menüpunkt haben, gehen wir von links nach rechts immer plus. Sprich, immer wenn du die Taste drückst, wird plus 1 gerechnet. Und wenn du den Wert, den maximalen Wert überschreitest vom Cursor, soll er wieder auf 0 zurückgesetzt werden. Bedeutet, wenn wir haben 3 Punkte, heißt 0, 1, 2, heißt wenn 3 oder größer, also größer als gleich 3, wird hierbei dann auf einstellen 0. So. So viel schon mal dazu. Jetzt gehen wir auf hier, also auf Taste links. Das habe ich vergessen zu bearbeiten. Was ich noch ganz toll finde immer oder mache, wirklich alles zu beschriften, was da genau gemacht wird. Ist zwar jetzt nichts wirklich, was man machen muss, aber ich finde, wenn du später irgendwelche Fehler oder so, ist das viel einfacher dann. So. Beim Links machen wir genau das Gegenteil von dem, was wir bei Falltaste rechts gemacht haben. Und zwar nehmen wir hier den Befehl, machen den subtrahieren, also sprich Minus rechnen, und gucken dann, ob denn kleiner 0 ist. Wenn er kleiner 0 ist, wird der gesetzt auf 2, also den Maximalwert. Man kann das Ganze natürlich auch noch mit Variablen steuern, sprich, dass man hier über Variablen bestimmt, was der Maximalwert ist. Aber wir wissen es ja, es sind 3 und das war's. So, damit wäre im Grunde die Cursor-Bewegung an sich fertig, aber nicht die Anzeige, sprich die Visualisierung von der Bewegung. So, um das zu machen, machen wir was ganz Simples, und zwar nehmen wir hier wieder gleich eine Abfrage oder bedingte Verzweigung, wie die es hier nennen, holen wir uns den hier nochmal, nehmen wir gleich. So, das stellen wir drei Stück, einmal 0, einmal 1, einmal 2. Gehen hier drüben hin, kopieren uns die hier, also die Bewegung von dem Cursor, beziehungsweise von den Menüpunkten. So, und machen das Ganze dann eigentlich einfach ausführen lassen. Also sprich, damit es ein bisschen schneller ist, 20 nehmen wir mal. Wir warten auf Schluss, wird deaktiviert. Den ersten kann man so lassen mit der Transparenz, wie es ist, weil das ist ja der erste Punkt. So. Beim zweiten machen wir den hier mit 46 und den zweiten 52, also die Deckkraft reduzieren und hier drüben die dann auf maximal erhöhen. Und beim letzten genau das gleiche. 46, 255. So. Und das Ganze kopieren wir und fügen dann auch hier ein. Und damit wird die Visualisierung von dem Cursor auch schon fertig. Jetzt brauchen wir noch ein kleines Wait-Befehl am Ende, weil diese Tastenabfrage mit rechts, das ist halt ist kein Trigger-Befehl, also sprich, muss ich immer drücken, sondern einfach gedrückt halten und er geht dauerhaft. So, deswegen am besten noch ein Wait einbauen, und zwar einfach kopieren oder selbst einfügen, ist eigentlich scheißegal. Am Ende von dieser Zeile einfügen. So, und machen wir dann mal 30 Frames. Und das gleiche nochmal hier am Ende. So. Das wäre es eigentlich auch schon. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Und machen hier drüben mal kurz das da ausblenden. Ich will es nicht löschen, ausblenden. Jetzt müsste das hier drüben hier starten. Boah. Entschuldigung. Boah. So, also genau. So, starten wir das Ganze.
alles taucht auf und du kannst dich bewegen. Was du nicht machen kannst, irgendwelche Aktionen. Die kommen nämlich jetzt. So. Das ist auch ganz einfach im Grunde. Da machen wir genau das Gleiche. Zunächst kopieren wir uns hier die drei Sachen und fügen ganz unten noch eine weitere Abfrage mit Tastenabfrage ab mit OK halt, ne? So. Dann die tun wir die hier rein, löschen die ganzen Bilder. Wir brauchen nämlich nur die Abfrage, welcher Cursor wir sind. Also hier wieder Tastenabfrage, nehmen wir das Ganze mal Enter. Und dann Abfrage, was soll getan werden. So. Das ist schon der ganze Programmcode. Deswegen kann man am Ende direkt schon mal das Wait machen. Wie gesagt, muss man nicht. Ich mach's halt, ne? Finde ich übersichtlich. Weiß ich auch direkt, wann Programmschluss ist. So. Benennen wir das Ganze mal. Das sind also. Position 0, in dem Fall eigentlich 1, ist Spiel beginnen oder Lektion beginnen, je nachdem, wo wir gerade sind. Ich habe mich verschrieben. So, fortsetzen und Spiel beenden. So, damit hätten wir schon mal zwei Stück fertig. Drei Stück, ich kann nicht mehr zählen. So, jetzt wie gesagt die Script Calls. Ich kenne die eigentlich ehrlich gesagt auch nicht auswendig, so ein bisschen. Wenn ich mich recht entsinne. Hier drauf gehen. So, und dann wäre das eigentlich gewesen. Dollar Game Scene Manager.exit. Meine ich. Also, ich gucke gleich nochmal nach, aber ich meine, das wäre da richtig so. Und hier wäre das. Game Scene Manager. Push. Laut oder so, meine ich. Ich bin nicht sicher, ich gucke gleich nochmal nach. Falsche. Hier. Ja, komm schon. Ja. Ohne das Game. Also Scene Manager.x und Scene Manager.push. Scene Load. Also, ich war nicht ganz so falsch, aber auch nicht richtig. Also Scene Manager.push in Klammern Scene Load und dann Semikolon. Das gleiche machen wir dann hier. Scene Manager und X und fertig. So. Damit kann man das Spiel fortsetzen und Spiel beenden machen. So. Jetzt zum Spiel beginnen. Hier würde ich auch noch einen Wait machen. Einfach mal sicherheitshalber. Nehmen wir uns hier drüben die. Ne, nehmen wir nicht. Warte mal. Ja. Die Bilder müssen auf jeden Fall gelöscht werden, weil wenn du dich irgendwie teleportierst, werden die übernommen. Deswegen ein bisschen blöd. Muss man die alle planen. Erstmal löschen. Ich sehe gerade falsche Zahlen. Ups. Wobei, nee, ist nicht falsche Zahlen. Müssen hier alle sein. Sprich 3, 4. Und 5. So, das sind jetzt die Bildlöschbefehle. Hier dann ein Teleport, den ihr dann Spieler übertragen drückt. Mit diesem Spieler übertragen, wählt ihr dann euren
Ort aus. Ich habe hier drüben noch andere Tutorials, die ich noch aufnehmen werde. Mache ich mal hier drüben hin einfach. Und okay. So. Jetzt. Teleport ist gegeben. Du kannst dich hochporten. Das war's eigentlich. Mal kurz gucken. Ob ich da was anderes noch? Aber eigentlich war's da. Mehr müsste das nicht sein. Ah, genau, ja. Eins habe ich. Wichtiges habe ich vergessen. Und zwar. Wir wollen ja, dass das Menü wieder funktioniert. Sprich, der Spieler soll ja ins Menü gehen können. Wir wollen ja nur das eigene Menü haben. Also Hauptmenü. Deswegen. Vor dem Teleport Menü aktivieren. So, jetzt gehen wir hier hin. Da, wo war das? Das war. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Da, Zugang ändern, aktivieren. Okay, ab übernehmen. So, und das war's eigentlich auch schon. Jetzt müsste eigentlich alles so funktionieren, wie es soll. Das testen wir doch mal. Irgendwie kommt der zu hektisch. Muss mal gleich gucken. Wie gesagt, bewegen kann man sich. Spiel fortsetzen. Geht auch. Oder Lektion fortsetzen in unserem Fall. Beenden mache ich mal jetzt nicht. Das funktioniert auf jeden Fall. Weil das geht alles wieder aus. Nun Lektion beginnen. Teleportierst dich halt zu einer anderen Karte. So, und das wäre ein Spielbeginn. So, jetzt mache ich F5, Neustart halt. Und jetzt mache ich Lektion abbrechen. Und das geht aus. Jetzt noch mal kurz gucken. Ich weiß nicht, warum das so hektisch kommt. Vielleicht ein bisschen verlängern. Also. Aber du kannst, glaube ich, nur 60, oder? Nee, kannst du nicht. Ah, ist schon besser. So. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Ich mache noch weitere. Sobald mir was einfällt. Wie gesagt, ich mache noch später ein Tutorial, mit dem ihr euch ein kleines Kartensystem mit Teleportationsmöglichkeiten einbauen könnt. Auch auf Eventbasis bezogen. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ich freue mich immer, wenn ich jemandem helfen konnte. Ja, okay. Man sieht sich dann, ne? Also, bis dann, ne? Tschö.